Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von King's Quest. Ich habe mal geschaut, wo dieser Froschteich nochmal gewesen ist und der war tatsächlich da unten, wo nur noch dieses weiße Gebilde ist, also diese nicht vorhandene Erinnerung mehr. Und da müssen wir, ich habe es mal nachgeschaut, durchgehen, um zum Ding zu kommen. Was ich ein bisschen blöd finde, weil er hat sich ja schon beschwert gehabt, dass es da nichts mehr zu sehen gibt. Warum sollte man also jetzt hier durchkommen? Ja, tatsächlich, da geht's weiter. Unten hat man die Blätter schon gesehen, unten links. Da ist ein bisschen blöd gemacht, dass man das nicht so richtig gesehen hat. Als er gesagt hat, hier ist nichts mehr, das ist unwichtig, dachte ich, da gibt's nichts mehr und naja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Ah ja, gut. Wir sind bei den Fröschen. Gut, dann werden wir doch mal die Angel nehmen. Und wir haben einen Frosch geangelt. Okay. Frosch Nummer 8. Dann müssten wir eigentlich soweit fertig sein. Sehr schön. Dann müssten wir jetzt alle Dinger haben. Alle Informationen, um dieses Rätsel zu gewinnen, zu schaffen, das in der Dings ist. Lass uns mal zurückgehen und das mal versuchen. Und ich wette, dort gibt es dann einen weiteren Schlüssel und dann hätten wir alle vier zusammen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was hinter der Tür auf uns wartet. So. Das Dings, Hasen, ist der Nummer 1. Der Frosch ist Nummer 2, das Dings, was auf dem Bild war, war Nummer 3 und Einhorn ist Nummer 4. Da habe ich mir aufgeschrieben, 6 Hasen. Hoppla. Zwei ist der Frosch, Nummer 8. 3 war das Bild mit einer 2, so rum. Und 4 war das Einhorn. Ach, ich mach's jedes Mal in die falsche Richtung. Mit 9. Und irgendwie passiert es nicht. Also dann scheint irgendwas noch nicht zu stimmen. Okay, Einhorn ist eindeutig die 9. Das kann gar nicht anders sein, durch die Gewichte, da bin ich mir ziemlich sicher. Frosch war auch eindeutig die 8 und das hier war ich auch ziemlich sicher, dass das die 2 war. Aber vielleicht stimmen die Hasen noch nicht. Also hier sehe ich jetzt erstmal 3 Hasen. Da hinten ist ein Förter. Fünf. Und hier vorne ist das 6. Also stimmt das eigentlich auch. Aber was stimmt dann nicht? Also Frosch stimmt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ziemlich sicher. Und beim Einhorn bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das stimmt. Also 1, 2,
3, 4. Gibt es da irgendwo noch 5? Gibt es da irgendwo noch einen anderen Hasen, den wir hier nicht sehen gerade? Ah, da ist auch nochmal ein Hase, schaut mal. Sehe ich gerade. Den haben wir vorher nicht gesehen gehabt. Dann probieren wir es mal mit 7 Hasen. Vielleicht ist das ein Hase, der noch fehlt. Oder beziehungsweise, ich lass mal... Hier war ja nichts. Nee, das sehen wir keine Hasen. Hm, wohl eine falsche Erinnerung. Ist egal. Andererseits ist dann nicht auch hier noch ein Hase? Moment mal. Aber das ist doch der Hase da hinten, oder? Das ist doch der Hase da, ach, ganz links. Wir probieren es mal mit 7. Ha, es waren doch 7. Es war also dieser eine Hase bei der Waage noch, den ich nicht mitgerechnet hatte. Ja, der ist gerade schon gut versteckt gewesen. Naja gut, wie dem auch sei, wir haben jetzt halt 4 Schlüssel. Dann lass uns mal zurückgehen und diese Tür öffnen. Und dann bin ich echt gespannt, was uns da erwartet. Ein finaler Kampf mit Manny? Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht klärt sich dann endlich mal ein bisschen auf, was hier überhaupt abgeht. Schauen wir doch einfach mal. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass alle weg sind und das Ganze alles verdingst ist. Durch ein Feuer zerstört worden ist. Ich hatte die Sicherheitsvorkehrungen am Hintertor verbessert, ja, damit das, kein Wechselwolf hat. Das hatten wir doch schon. So. Gut. Nächster Schlüssel. Und noch einer. Und noch einer. Ich wusste wieder, wo die Schlüssel waren und das Schloss war offen. Mein Geist war noch schnell. Ich steckte das Chrom ein. Es war zu selten, um es liegen zu lassen. Okay. Ach, da waren wir schon eine Ewigkeit nicht mehr. Da hat eigentlich alles angefangen. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich hoffe nicht ein paar Wetzelwölfe. Geht es jetzt hier weiter? Nee. Ja, wir müssen tatsächlich zum Brunnen. Zu dem Drachen runter, okay. Ach, da war ja auch die Höhle von Manny. Natürlich, jetzt weiß ich auch, wohin er uns schicken wollte. Das macht ja sogar Sinn. Okay, warum können wir es runterlassen? Ja, dann können wir wahrscheinlich mit dem Seil runter. In die Drachenhöhle zurück. In dem sein Alter noch so einen Dings... an der Seite runterklettern. Ach, das werde ich für die nächsten 10 Jahre spüren. Das meinte ich. Ja, gut. Ich wusste gar nicht mehr, dass Abenteuer so auf die Knie gehen. Deine Knie sind halt auch nicht mehr die jüngsten, mein guter Freund. Pfeif auf den Beintag. Ich muss die Knöchel stärken.
Okay. Ist es jetzt wieder die Entscheidung, welches die richtige Winde ist? Das habe ich gar nicht gespürt, aber ob das ein gutes Zeichen ist? Keine Ahnung, aber der andere ist wahrscheinlich wieder, nun ja. Die Falle. Zumindest wenn es so ist wie in Episode 1. Augen offen halten, Morden. Er sollte jeden Moment hier sein. Du weißt, was ich von dem Namen halte. Gut, Mordek. Augen auf, schnell sein. Vermassle das nicht. Vermasseln? Immerhin hält meine Magie dich am Leben. Ja, und wenn deine Magie Kosmolution zaubert, die funktioniert, danke ich dir. Aber meine Geduld ist langsam am Ende. Und ich toleriere keine weiteren Fehler. Bruder, ich sagte ja, halte dich von diesen Tränken fern. Aber du wolltest ja nicht hören. Ich habe 30 Lebensjahre damit vergeudet, Hagathas Rezept nachzumachen. Und ich denke, ich schaffe es entweder jetzt oder nie. Beginnt dein Geist etwa zu schwächen? Hast du vergessen, was ich für dich geopfert habe? Ich habe dich aus der Kälte gerettet, dich vor der Koboldsklaverei bewahrt. Und du beschwerst dich über 30 mickrige Jahre? Tja. Manchmal fühle ich mich trotzdem wie der Sklave eines Kobolds. Hüte deine Zunge, Morden. Ich warne dich. Der ist auch nicht unbedingt gerade glücklich. Nun ja. Er ist halt doch ein Sklave eines Kobolds und er ist es immer geblieben. Okay, was haben wir jetzt da? Da kommen wir auch nicht weiter, das heißt, wir müssen tatsächlich zur Mordak gehen. Bleibt uns wohl keine andere Wahl. Mordak, habe ich deine Flamme nicht vor Jahren ausgelöscht? Hab mich unter den Dielen versteckt. Wusste ich's. Wie geht's der Familie? Sie verstehen sich überraschend gut, seit du sie geschrumpft hast. Freut mich sehr zu hören. Aha. Würdest du wohl zur Seite gehen? Ich habe etwas mit deinem Boss zu regeln. Mananen hat mir streng verboten, dich durchzulassen. Außer du kannst beweisen, dass dein Geist noch stark und schnell ist. Und wie soll ich das anstellen? Folge diesen eindeutigen Schildern. Okay. Natürlich. Bring mir den Beweis, dass du jede Prüfung bestanden hast. Dann geleite ich dich zu Manan. Ich weiß, du wirst nicht ehrlich sein. Aber dennoch ist das alles nur eine ausgeklügelte Falle, die meine Knochen brechen, meine Arme ausreißen oder mich zur Unkenntlichkeit verbiegen soll? Nein. Ah, das klingt wirklich nach Spaß. Ja. Okay, jetzt ist auch dieser Weg frei. Ich rede trotzdem nochmal mit ihm. Hast du deinen Beweis? Nee, haben wir ja noch nicht. Naja, gut. Es wird eine ziemliche Falle sein, in der wir jetzt reinlaufen, aber wir haben ja leider keine andere Wahl. Wir müssen dieses Spiel mitmachen. Ach, Graham, was machst du nicht alles? Okay, was haben wir da? Haben wir da irgendwas, was wir mitnehmen können? Nö. Nö, wir können einfach nur weiterklettern. Weitergehen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir gerade etwas aus- oder eingerenkt habe. Naja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, das nicht zu wissen. Hier geht's weiter runter, wie es aussieht.
Da sind wir bei den Kristallen. Die waren ja oft auf den Schildern zu sehen. Können wir die irgendwie benutzen? Den hier zum Beispiel? Okay, das sieht nicht so gut aus. Alles klar? Naja, ich habe nur lange nicht mehr an diese Geschichten gedacht. Deine Ohren sind ganz rot. Gib mir einen Moment. Jetzt wird es etwas verrückt. Ich sollte mich vorher ausruhen. Würdest du wohl Oma holen? Ich komme später wieder. Okay. Ruh dich aus, Schatz. Bis nach dem Abendessen. Ist schon gut. Lass dir Zeit. Und Leute, wenn du mich brauchst. Gute Nacht, Liebes. Ach, du alter Schelm. Der will doch nicht jetzt etwa losziehen für ein Abenteuer? Denk an dein Versprechen. Such stets das Abenteuer. Ach, Graham. Oh je, und die Glocke ist zu weit weg. Ich hatte mich schon gefragt, wo du hin bist. Nein, jetzt noch nicht. Ich sollte doch noch ein letztes... Oh, ich kämpfe, das verspreche ich. Aber... Oh, ich fürchte, du hast recht. Du triffst eben immer ins Schwarze. Es stimmt. Der Spiegel sagte nicht, ich erlebe noch ein Abenteuer. Nur, dass mein Abenteuer weiterlebt. Ich sage noch, lebe wohl. Oh je. Ich ahne. Ja, den kennen wir ja. Mit ihnen habe ich es nicht gerechnet, aber es macht ja auch Sinn. Oh je, oh je. Riechst du dieses Kainit, Graham? Das ist ein Giftgas, fürchte ich. Eines, das angeblich die Geisteskraft herausfordert. Okay. Ja, wir sind anscheinend in der CGA-Version. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um Schluss zu machen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!